Ich begrüße euch wieder herzlich zu Let's Play Fable The Last Chapters. Und letztes Mal haben wir ja Zwillingskling getötet, besiegt, niedergestampft, runtergemacht, eliminiert. Naja, was man so mit großen bösen Bossen macht. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich machen? Ja, ich habe jetzt eine Hauptquest verfolgt. Also würde ich sagen, mache ich doch wieder eine Ebenquest. Aber bevor ich das mache, erstens noch kurz. Ihr seht, ich habe eine neue Rüstung. Mhm, sehr schön. Neue Stiefel und neue Handschuhe. Ja, hat viel gekostet. Also ich habe gerade kaum noch Kohle. Aber wurscht, dafür habe ich viel Erfahrung, wie ihr seht. Und die will ausgegeben werden. Naja, was brauchen wir da? Körperbau. Damit mache ich mehr Schaden. Sehr gut. Gesundheit. Klar, immer. Und Zähigkeit ist auch nicht schlecht. So, dann Fertigkeit. Ist für mich Tempo sehr wichtig. Zielgenauigkeit auch. List. Das ist auch sehr gut zum Handeln und bei einer höheren Stufe kann man sogar Sachen klauen. Oh, hier nochmal und... Boah, das ist geil. So, Stärke, was? Nee, ist noch Willenskraft. Ich brauche mehr Zauberkraft. Dann will ich Berserker. Was noch? Zeit verlangsamen, auf jeden Fall. Nee, das nicht. Was habe ich noch? Mehrfachschlag. Ja, das auch. Wurstzauber. Wird sehr teuer. Nee, kann ich auch nicht. Der Schild. Und ja, Mehrfachpfeil. So, und dann noch ein Stärke, ja, noch ein bisschen mehr Gesundheit. So, kann ich sonst noch was irgendwie kaufen? Willenskraft noch was? Nee, glaub nicht. So, Ihr seid jetzt verstohlen. Wir sind jetzt aus dem Ausdrucksmittel stehlen. Na, habt ihr gehört? Jetzt kann ich stehlen. Und das ist sehr praktisch. Naja, wenn man sich nicht erwischen lässt. Stehlen. Gibt es hier was, was sich zu stehlen? Plattenfechthandschuhe. Frage mich. Nee, zeige ich ein anderes Mal. Ich wollte ja noch eine kleine Mini-Quest machen. Also eine kleine, in Anführungszeichen, Überraschung. Und zwar, wir haben hier ja einem Geist geholfen und der Hühnertritt-Wettbewerbsplatz ist ja jetzt eröffnet und da können wir jetzt Hühner treten. Und das macht Spaß. Und jetzt lädt es auch wieder. Wunderschön. Das macht keinen Spaß. Na, jetzt geht's hier. Sehr schön. Ja, und beim Hühnertreten kann man natürlich was gewinnen. Was Lustiges. Nee. So. Ah, willkommen, Sir. Willkommen. Habt ihr vielleicht Interesse an einem neuen Sport? Ich nenne ihn Hühnertritt. Hab ich erfunden. Ihr müsst nur in den Ring treten und das Federvieh in den Punktbereich treten. Federvieh. Ganz einfach. Tja, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber gewöhnlich sehe ich, wo sie landen. Wollt ihr es versuchen? Ja klar, wieso nicht? 50 Goldstücke? Ihr müsst eure Waffen abgeben, Sir. Und Zauber sind auch nicht zulässig. Och, schade. Sind ja nur Hühner. Dann können wir anfangen. Viel Glück, Sir. Wunderbar, ja. Also, kurz ein bisschen Anlauf holen, gut zielen und... Boah. 50 Punkte. Ja. Oh, nicht übel. Mitte links bringt 50 Punkte.
Na. Wir haben hier 5 Versuche und müssen, ja. Komm schon! Wieder 50. So lala-mäßig nicht schlecht. Ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte. Oh. Naja, besser als gar nichts. Hey, und der ist da. Hallo? Seht ihr das? Das sind 50. Unfair. Wow. Oh, das ist nicht gut. Das ist furchtbar. 10 Punkte. Nein, sie. Kein Kommentar. Fast geschafft. Ein Treffer Mitte links bringt 50 Punkte. 150. Eine beeindruckende Demonstration von Gewalt gegen Hühner. Ihr habt einen Silberschlüssel gewonnen. Wow. Okay. Ja, denn es gibt hier noch was anderes zu gewinnen. Ja, ja, komm. Ja, bla bla. Komm her, du Huhl. Es fängt ja gut an. Von links für 25 Punkte. Nicht übel, ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte. Also irgendwie... Recht gut und recht schlecht. Ein Treffer mit der rechts. Recht gut und recht schlecht, ja, aber... Oh, jetzt. 100! Nein! Oh, das ist nicht gut. Das ist furchtbar. 10 Punkte. Jetzt bräuchte ich einen 100er. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ah, so wie es aussieht, bin ich noch nicht stark genug. Ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte. Na, wieder die 185. Tja, ihr habt euren Rekord übertroffen und einen Gewinn erzielt. Wow. Naja. Ah, 100 Goldstücke, sehr schön. Den Hühnerhut. Den Hühnerhut werde ich später noch besorgen. Da will ich nicht, dass ihr die ganze Zeit zuschaut, wie ich verliere. Nee, Quatsch. Es könnte auf die Dauer ein bisschen langweilig werden. Und ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht. Ja, ich glaube. Ich gehe jetzt dann nach Südbauerstone, ja, dort in den Ring und zeige euch da, was man da machen kann, aber das muss halt in der Nacht sein und ja, wir sehen uns gleich da. So, und hier sind wir. Ja, hier werden wir kämpfen. Wow. Sprechen wir mal mit dem. Willkommen im Faustkampfclub. Er ist für Leute, die einander gern das Gehirn weich prügeln. Okay. Und wir trainieren hier unsere Fertigkeit im Faustkampf. Jo. Außerdem macht es Spaß. Uha. Also, ich bin der Boss dieses Faustkampfclubs. Diese Knöchel sehen recht gut aus. Ihr seid dabei. Seid ihr bereit für etwas Hauer? Klar. Wenn ihr auf sinnlose Gewalt steht, kostet euch das 50 Gold. Ihr bekommt Gold für jede gewonnene Runde. Und noch mehr, wenn ihr nicht getroffen bleibt im Ring. Wenn ihr zu viele Treffer abbekommt, verliert ihr. Okay. Aha. Ihr wollt also eure Kräfte messen. Ihr mögt ein mächtiger Held sein, aber bei diesem Wettkampf zählt die Fertigkeit. Unsere Hiebe tun euch vielleicht nicht sehr weh, aber sie zählen trotzdem. Zeit zum Zähne einschlagen. Okay. Ja, das Wichtigste hier ist, wenn möglich nicht getroffen zu werden und selber auszuteilen. Und ja, für jede Runde, die man, in der man nicht getroffen wird, ja, kriegt man mehr Geld. Und ich würde sagen, ich mache dann hier beim Boss weiter, weil es kommen jetzt ein paar Gegner, glaube noch 5 Stück und es ist ein bisschen langweilig dazu zu schauen. Also, bis gleich zum Bosskampf. Und da sind wir schon wieder. Ja, die Bosse hier sind. Man muss einfach aufpassen und wissen. Oh, hoppa. Wie sie zuschlagen werden und was sie so für ein Ablaufschema haben. Ja.
So. Dum, 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 dum. 1, 2, 3, los. Und geschlagen. Ha. Ihr habt einen ordentlichen Schlag. Das Gold gehört. Auskampf Stufe 1 beendet. So, und 350 Gold. Sehr schön. Ja, es, man kann dann in den anderen Städten also in der Stufe aufsteigen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal geschafft habe, alle Faustkampfringe zu meistern. Aber es wäre nett, wenn mir jemand sagen würde, was das überhaupt bringt. Auf jeden Fall, es hat sehr Spaß gemacht für mich. Ich hoffe, für euch auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Sir Choke in ID verabschiedet sich.